Willkommen zum DAX-Check. Ja, was tut sich beim Leitindex zum Wochenstart? Wir schauen drauf zusammen mit Thomas Bergmann. Hallo. Hallo, Marco. Letzte Woche, nicht viel passiert. Zehn Punkte haben wir auf Wochensicht hinzugewonnen. Das kann man eigentlich unter den Tisch kehren fast schon. Jetzt sind wir eigentlich deutlich stärker in den Tag gestartet. Hier sehen wir, der erste Kurs lag bei 11.591, aber in den letzten Minuten ging es ordentlich bergab. 0,3% jetzt schon das Minus. Warum dreht denn die Stimmung jetzt so schnell wieder ins Negative? Das hat nichts mit Stimmung drehen zu tun. Das ist eher der SAP geschuldet, die eben eine große Übernahme heute gemeldet hat. Und jetzt, glaube ich, 2,5% schon oder 3% im Minus ist. Und das drückt natürlich als Schwergewicht auf die breite Marktstimmung. Mhm. Infineon war meines Wissens bei 4% im Plus, ist jetzt auch im Minus mittlerweile. Da haben ein paar Aktien eben im Tagesverlauf deutlich an Boden verloren, die einfach ein Gewicht haben. Infineon natürlich nicht so stark wie SAP, aber wenn eine SAP 2-3% verliert, dann sind es im DAX halt schon mal ein paar Punkte mehr. Und dadurch sind wir jetzt auch in diesen Sekunden wieder unter die 11.500-Punkte-Marke gerutscht. Wir können uns gleich mal die Charts angucken. Die Marke war natürlich wichtig. Welche anderen sind noch wichtig? Ja, wenn ich mir diesen kurzfristigen Chart anschaue, dann ist es natürlich dieses Tief bei 11.050 Zählern. Wenn wir da drunter fallen, dann muss man wirklich sich Sorgen machen um den weiteren Verlauf. 11.4 ist so noch so eine Marke. Aber wichtiger sieht man hier, ist einfach die 11.050 bzw. die 11.000 auf der Unterseite. Auf der Oberseite müssten wir schleunigst über 11.8, das ist eher in dem Bereich hier, um eben ja, die Erholung fortsetzen zu können. Das fällt ungefähr hier drüben mit dem zusammen. Und dann natürlich hier die 200-Tage-Linie. Vorher braucht man eigentlich jetzt gar nicht groß investieren. Das ist reines Spekulieren auf eine Gegenbewegung im Abwärtstrend. Es gab ja bis letzte Woche noch ein Long-Produkt von der Aktionär, aber es wurde, ich glaube, es war Freitag ausgestoppt. Genau, mit 0 für 0 in etwa, also 4 Cent kann es vielleicht auch manchen erwischt haben, dass er verloren hat. Also war eben Stopp nachgezogen auf Einstand, nachdem es gut gelaufen war. Aber der Markt hat eben nicht mitgespielt. Wir sehen es hier nochmal, wie wichtig auch dieser 12.000er-Bereich ist. Hier in dem Bereich eine wirklich massive Widerstandszone. Da müssen wir drüber, um eben auch wieder mal etwas mehr riskieren zu können. Im Moment ist das wirklich ganz schwierig. 0,4% jetzt das Minus. Wir werden es weiter beobachten. Morgen nochmal drauf schauen, wie sich es entwickelt. Dankeschön erstmal für heute. Morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.